Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, dieses Mal bin ich im Vlog, nur ich und höchstwahrscheinlich Liza zu sehen. Heute habe ich Baby frei, die Kleine ist gerade bei Oma. Und ich habe heute einen Piercing-Termin. Mal gucken, ich werde mit dem Piercer sprechen. Ich habe einen Termin extra und werde mit ihnen nochmal sprechen. Aber ich denke, ich zeige es euch noch nicht. Ich habe auch vor, das auf Instagram noch nicht zu zeigen. Also ich möchte euch gerne überraschen. Ich gucke mal, ob das klappt. Ich glaube nicht, dass es klappt. Weil wie soll ich das eine Woche lang verstecken? Naja, gucken wir mal. Und dann gehe ich heute wieder zum Wimpern auffüllen. Alle 2 Wochen ungefähr gehe ich jetzt. Und jetzt gehe ich mir aber erstmal einen Kaffee holen, weil ich bin heute wirklich so müde. Der Piercer hat gesagt, ich soll ausgeschlafen kommen. Ausgeschlafen. Nicht nüchtern. Gegessen habe ich schon, aber ausgeschlafen bin ich definitiv nicht. Die Kleine ist heute um 4 wach geworden. Ne, um 3. Und um 4 hat sie dann wieder geschlafen. Ich musste sie komplett umziehen, weil sie ganz nass war. Von oben so. Dann hat sie getrunken und dann ist sie wieder so um 4 eingeschlafen. Und dann sind wir wieder um 4:30 wach geworden. Um 6:30, genau. So, ich bin angekommen, auch wenn das für euch vielleicht so aussieht, als wäre ich gar nicht irgendwie gefahren. Ich hatte mir jetzt einen Kaffee geholt und mir geht es jetzt wesentlich besser, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier so ein, obwohl das ist Papier mit Plastikdeckel. Ich hatte so eine Sache mal auf Instagram angestoßen, dass ich auf jeden Fall gewillt bin, nicht mehr diese Kaffee-to-go-Becher zu benutzen, sondern mir mal einen ins Auto zu stellen, den ich immer benutzen kann. Und bin da auf der Suche nach einem schönen Becher für so Kaffee und so. Und ich glaube, weil ich jetzt schon wieder einen vergessen habe, es passiert mir sehr oft, dass ich so Dinge vergesse und sowas vergesse ich sehr häufig. Und ich möchte wirklich was daran ändern, dass wir nicht so viel Plastik und so verwenden. Möchte ich gerne auch mal meine Reichweite nutzen, um das euch auch nochmal so näher ranzutreten. Also achtet da mal drauf, nicht ganz so viel Plastik zu verwenden. Und wenn ich jetzt hier 2 Becher im Auto habe, ich glaube, dass ich es dann besser schaffe. Genau. Einen, den ich dann von oben mitnehme und falls ich ihn vergessen habe, habe ich dann schon hier einen im Auto. Ich kaufe nämlich ganz gerne so zwischendurch mal einen Kaffee oder auch einen Matcha Latte. Den kaufe ich mich jetzt gleich, weil ich hier in der Nähe bin. In Düsseldorf ist auch mein Lieblingskaffee, wo ich immer meinen Matcha Latte hole. Bevor ich dann zum Piercer fahre, ich bin ein bisschen aufgeregt. Noch geht's, muss ich sagen, aber ich weiß, dass es sehr wehtun wird. Auch, dass es ein sehr langer Heilungsprozess sein wird, weil es im Knorpel ist. Und das tut beim Stechen, glaube ich, nicht so weh, aber danach. Ich hatte gestern Abend, wollte ich noch erzählen, meinen Kardashian-Abend. Ich war alleine zu Hause, ich habe mir China-Nudeln bestellt mit Tofu und habe dann ganz gechillt meine Kardashians geguckt und habe heute auch meine Kardashians-Brille mit. Und das ist super Kardashian-like, oder? So Kim. Obwohl mein Liebling Kardashian ist ja Kourtney. Ich finde die super. Ja, wenn ihr Lust habt, kann ich euch auch mal meine Brillensammlung zeigen. Manche haben es schon geschrieben, aber macht mal bei der Abstimmung mit. Ich weiß nicht, ob das so YouTube generell, also ob euch das interessiert. Ich weiß, auf Instagram würde es ganz gut, glaube ich, funktionieren mal zu machen. Aber ist die Frage, ob ich das mal ein Video draus machen soll. Okay. Geht's zum Wimpern auffüllen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mir meinen Matcha Latte kaufe. So, die Wimpern sind drauf. Ich muss sagen, ich finde es im Moment ein bisschen zu viel dieses Mal, obwohl ich gesagt habe, dass ich zufrieden war. Aber im ersten Moment habe ich das gar nicht so gecheckt, aber jetzt, wenn man so mal guckt, finde ich es irgendwie ein bisschen zu viel. Na egal, die fallen ja auch wieder aus nacheinander. Ich darf die Kamera nicht mitnehmen ins Piercing-Studio. Ich war hier in der Ecke noch nie. Noch nie hier in Düsseldorf. Ich hatte vorher gefragt, ob ich filmen darf, aber ich darf leider nicht filmen. Jedenfalls werdet ihr dann gleich sehen, was es ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, aber ich freue mich auch, weil es sieht wirklich so schön aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder zu Hause. Okay. Und Trommelwirbel. Tada! Da ist es. Also wie ihr seht, hatten wir hier 3 Stück angezeichnet. Das ist so eigentlich mein Ziel gewesen. So sollte es aussehen. Moment, Kamera stellt scharf. Das dritte wird wahrscheinlich problematisch, weil er sagte, ich hätte hier eine Vene. Und deswegen könnte er da schwierig stechen. Aber ich glaube, ich finde 2 auch vollkommen ausreichend und sehr schön. Ich bin total happy. Ich finde das richtig schön. Es blinkt immer nur so, wenn man mich von vorne sieht, immer nur so leicht. Finde ich richtig schön, so zart. Und
ja, vom Schmerz her war es auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist oft auch Kopfsache. Er hat natürlich überhaupt nicht betäubt. Er meinte, dadurch wird die Durchblutung gestört und so. Und das ist nachher für den Heilungsprozess nicht so gut. Also wir haben eingezeichnet, alle drei. Und ich habe mich dann für die Mitte entschieden, dass wir den zuerst stechen und nicht den ersten, weil der zweite erst nach 3 Monaten gestochen wird. Also ich hätte auch beide auf einmal stechen lassen können. Ich hätte auch alle drei auf einmal stechen lassen können. Aber ich wollte erstmal gucken, wie das heilt und wie mir das so gefällt. Und mir gefällt es sehr gut, deswegen werde ich das zweite auch noch machen, dann aber in 3 Monaten. Und so bin ich dann auch nochmal sicher gegangen, habe die Mitte zuerst gesetzt und den unteren werde ich auch nochmal setzen. Also hier den. Genau, dann habe ich mich auf die Liege gelegt und dann ging das auch ganz schnell. Der Stich tat zwar weh, aber jetzt auch nicht so über... Also es war total auszuhalten und nachher hat es halt auch ein bisschen weh getan. Jetzt tut es auch ein bisschen weh. Es ist halt spannend, wie es jetzt in der Nacht ist, weil ich auch nicht da drauf schlafen darf. Ich schlafe sowieso aber immer auf der rechten Seite, das ist so meine Schlafseite. Und dann werden wir mal gucken. Und dann zeige ich euch morgen nochmal oder berichte, wie es morgen dann, also wie die Nacht gewesen ist. So ihr Lieben, kleines Update. Ich habe jetzt eine Nacht auf dem Ohr geschlafen oder nicht geschlafen, man darf ja nicht drauf schlafen, aber ich habe also immer hier auf meiner Schlafseite geschlafen, was natürlich, wie ihr euch alle gut vorstellen könnt, nicht so geil ist, aber es ging. Worauf ich auch aufpassen soll, ist ja wegen dem Telefon, also beim Handy ist ja auch super viele Bakterien dran, das macht mir aber auch nichts, weil auch ich Rechtshänder bin und mein Handy auch immer hier halte. Also die Nacht war okay. War jetzt nicht so geil, wie gesagt, aber ich habe auch gar keine Schmerzen heute. Ich habe so zwischendurch mal, tut es ein bisschen weh, wenn ich drankomme, außersehen, wenn ich die Haare hinter die Ohren mache oder so. Aber so zwischendurch merke ich das gar nicht. Aber bisher bereue ich meine Entscheidung überhaupt nicht und ich freue mich auch schon sehr, wenn ich den zweiten stechen lasse, weil ich glaube, einer reicht mir definitiv nicht. So, der nächste Tag. Ich habe jetzt, also es sind jetzt 2 Tage her, dass mein Piercing gestochen wurde und erzähle ich euch jetzt gleich. Schaut mal, mit wem ich hier unterwegs bin. Sevin! Die Sevin, wir waren gerade frühstücken hier irgendwo mitten in Köln. War ganz witzig, war sehr orientalisch. Also es war mit Spiegelei, Fleischwurst, Käse. Wie heißt es? Wie heißt das Rote nochmal mit den Körnern? Das in der Mitte war. Wie? Nein. Hä? Ja? Oder Bulgur. Ja, Bulgur. Bulgur, Feta, Käse, Tomate, Gurke. Also sehr orientalisch. Und jetzt gehen wir hier noch so ein bisschen spazieren. Die kleine Maus ist heute sehr, soll ich sagen, komisch irgendwie. Sie ist nicht so, wie ich sie sonst kenne. Nicht so entspannt. Sie trinkt sehr viel seit gestern Abend und ja, jetzt schläft sie. Ich glaube, sie wächst. Da hinten sind so kleine Elanchen, möchte schaukeln. Wir sind wieder zu Hause. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil die Leiser schon wieder kurz vorm Einschlafen ist. Sie werden uns jetzt auch ein bisschen hinlegen. Also ich werde mich... Hallo? Ich werde mich jetzt auch ein bisschen hinlegen. Ich wollte noch mal ein ganz kurzes Update zu meinem Piercing machen. Also ich bin überrascht, wie schnell das schon so normal ist. Also das kann man schon, das kommt schon ab und zu so ein bisschen hoch, wenn ich das sauber mache und das tut gar nicht mehr so doll weh. Ich glaube, diese Nacht werde ich auch auf meiner Seite schlafen können. Ich habe gerade schon mal einen kurzen Test gemacht und werde jetzt auch mit dem Kopf zu leiser hinschlafen. Da, genau da werde ich mich hinlegen, kann mich dann direkt beobachten beim Schlafen. Sie macht schon die Augen zu. Nur sie ist gerade beim Kumpel und spielt da ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt mal eine halbe Stunde die Augen zumachen, weil ich doch ein bisschen müde bin. Und ja, mich würde mal sehr interessieren, wo ihr schon gepierst seid. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe Lippenbändchen, Zunge, Nase. Man sieht es auch noch hier ein bisschen. Ja, meine Nägel, die müssen unbedingt lackiert werden. Bin ich noch nicht zugekommen. Ich wollte eigentlich mal einen dunkleren holen. Aber habe ich heute ja nicht geschafft. Ihr wisst ja, was ich gemacht habe. Ich habe mich irgendwo mitten in Köln aufgehalten. Und genau, also das. Bauchnabel und das ganze Ohr voll. Ich hatte hier auch schon mal einen Helix. Aber den habe ich wieder rausgenommen, weil ich mir damals eingebildet habe, dass es mir dadurch nicht gut ging. Ja.
Ich hoffe jedenfalls, es war mal ein ganz anderes, komplettes Video nur über das Piercing. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Da wird es mal wieder um Dekoration gehen, weil ich bin hier mit meiner Deko, wie ihr seht, noch nicht weitergekommen. Was ich im letzten Video erzählt habe, auch da auf dem Tisch steht noch der Teller, den ich euch gezeigt habe. Also wirklich mehr ist hier nicht passiert. Und ja, genau. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.